Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan, Vatican News, Vatican Media. Aus Bratislava, aus dem Zentrum der Altstadt, übertragen wir eine Begegnung von Papst Franziskus mit der jüdischen Gemeinschaft der Slowakei. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Stefan von Kempis von Radio Vatikan. Vielen Dank, dass Sie zugeschaltet haben. Es ist der erste volle Tag des Papstprogramms in der Slowakei. 3 Tage insgesamt, bis Mittwochmittag wird sich der Papst in dem osteuropäischen Land aufhalten. Gestern ist er zunächst nach Ungarn geflogen, um in Budapest feierlich den Internationalen Eucharistischen Kongress mit einer Messfeier zu beschließen. Dabei kam es auch zu einer eher kühlen Begegnung mit Ministerpräsident Orbán. Gestern Abend dann die Ankunft des Papstes in der Slowakei, für die er sich deutlich, man könnte auch sagen demonstrativ, mehr Zeit nimmt. Wir sind in der Altstadt von Bratislava zu Deutsch-Pressburg. Hier erhob sich einmal das jüdische Ghetto. 1969 wurde die Synagoge, die immerhin unbeschadet den Zweiten Weltkrieg überstanden hatte, vom kommunistischen Regime demoliert, genauso wie die Reste des bisherigen jüdischen Viertels, um der neuen Donaubrücke Platz zu machen. Endpunkt unter eine bewegte Geschichte jüdischer Präsenz in Pressburg, Bratislava. Das ist die Rybne Namestje, der Fischplatz, auf dem sich Papst Franziskus mit Vertretern des jüdischen Lebens in der Slowakei trifft. Nichts ist geblieben von der Synagoge, außer ein Mahnmal, das vor allen Dingen dem Holocaust gilt. 15.000 Juden lebten in der Slowakei, lebten allein in Bratislava im Jahr 1940 bei der letzten größeren Zählung. Nur 3.500 von ihnen haben den Holocaust, die Shoah, überlebt. Der Papst wird in Empfang genommen von Richard Duda, dem Präsidenten des Zentralverbands jüdischer Gemeinschaften in der Slowakei. Duda wird zunächst eine kurze Ansprache halten, um Franziskus zu begrüßen. Übrigens erhebt sich hier in unmittelbarer Nähe auch die katholische Kathedrale. Einstmals waren das fast Zwillingsbauten, Kathedrale und jüdische Synagoge. Vaša Excelencia, Papež František. Drahí preživší holokaustu, vážení cirkevní hodnostári, drahé sestry, drahí bratia z našej komunity, milí priatelia. V strednej Európe, založenej na kresťansko-židovských tradíciách, existujú miesta zhmotňujúce symbiózu medzi kresťanmi. Herzlich willkommen in Mitteleuropa, wo die jüdisch-christliche Tradition zu einer Verschmelzung gefunden hat, die ihresgleichen sucht. Wir sind in einer Stadt, in der Kaiser und Könige gekrönt wurden, in der Kathedrale, und wo eine der wichtigsten Persönlichkeiten des Judentums, nämlich der Rabbiner Chatham Sofer, der in aller Welt bekannt ist, gearbeitet hat. Und wir finden uns in einem ausgesprochen symbolischen Ort, voller historischen Gedenkens. Hier standen Seite an Seite das christliche und das jüdische Gebetshaus. Die Bewohner der multiethnischen Stadt beteten hier zum einen Gott und erlebten zusammen Momente der Freude und der Sorge, die das Leben ihnen brachte. Die Architektur hat also das friedliche Zusammenleben der Gemeinschaften symbolisiert bis zu dem Moment, in dem die Epoche der Düsternis kam, die Epoche, in der das Rad der Geschichte sich zurückdrehte.
Die jüdische Gemeinschaft ist während des Zweiten Weltkriegs fast verschwunden vom Erdboden. Die Synagoge schließlich fiel einem barbarischen Eingriff in der Zeit des Kommunismus zum Opfer. Heute erheben sich hier nur noch eine Gedenkmauer und eine Bronzeskulptur, die an den Holocaust erinnern. Die Slowakei ist ein Land, das beides erlebt hat. Die Macht des Bösen an der Macht und den Mut, dagegen zu kämpfen. Das ist ein sehr wichtiger Tag für unsere jüdische Gemeinde in der Slowakei. Ein historischer Moment. Sie, der Papst, kommen uns besuchen und ehren an diesem Ort die Erinnerung an Tausende von Mitgliedern unserer Gemeinschaft. Wir schätzen diese Geste sehr hoch. Man darf die Irrtümer der Vergangenheit nicht vergessen, damit man sie nie wiederholt. Möge dieser Ort aber auch eine Botschaft der Zusammenarbeit zwischen Christen und Juden weitertragen. In den letzten Jahren haben wir uns um diese Zusammenarbeit verstärkt wieder bemüht. Nur gemeinsam können wir zu einem geordneten, stabilen Zusammenleben kommen, das vom Frieden gezeichnet ist. Wir brauchen dazu Ehrlichkeit und wirkliche Bereitschaft zum Dialog. Die Liebe zum Nächsten ist das zentrale Motiv im Christentum und auch im Judentum. Wenn die Anordnung der Nächstenliebe sich in Gebote und Gesetze und in das Innere unserer Institutionen hinein übersetzt, dann kann die Gesellschaft eine gerechte werden. Und das wollen wir alle. Liebe reißt alle Grenzen nieder. Wie wir in der Slowakei sagen, sie bewegt Berge. Übrigens bin ich auch zusammen mit meiner geliebten Frau ein unlösliches jüdisch-christliches Paar seit über 30 Jahren. Unsere Beziehung ist ein kleines Universum aus gegenseitiger Zuneigung und gegenseitigem Verständnis. Ich bin davon überzeugt, dass harmonische familiäre Beziehungen in der Lage sind, die Stabilität in den Gesellschaften in der ganzen Welt zu sichern. Sehr sympathisch, wie der Präsident des Zentralverbands jüdischer Gemeinschaften in der Slowakei auch von seiner christlichen Frau berichtet hat. Baruch haba. Buď požehnaný, kdo prichádzaš. Je mi nesmiernou cťou prehovoriť pred vami pri príležitosti vašej vzácnej. Der nächste Redner, Professor Lang, ein Überlebender des Holocausts. Er sagt zunächst, dass es für ihn eine große Ehre sei, eine kurze Ansprache an den Papst zu richten. Er gehöre zu einer Generation, die weder ihre Großeltern gekannt hat, noch sich wirklich an ihre Eltern erinnert. Das sind meine Toten unter den 6 Millionen, sagt er. Ich bin einer der Überlebenden, weil es mutige Männer und Frauen gab, die vor dem Bösen nicht kapituliert haben. Našu rodinu
Professor Thomas Lang berichtet, er sei Jahrgang 1942. Als er 3 Monate alt gewesen sei, habe man seinen Vater deportiert in Richtung Osten. Dort habe sich die Spur des Vaters verloren. Erst nach 50 Jahren, so sagt Lang, habe ich nach Öffnung der Archive erfahren, dass mein Vater in der Ukraine gestorben ist. Das Schicksal hat mir leider nicht die Möglichkeit gegeben, auf seinem Grab das Kaddisch für die Toten zu beten. Mamička zostala so mnou ako strojmesačným sama. V roku 1944 ju odvliekli z Budapešti v jednom z transportov. Meine Mutter ist zunächst mit mir geblieben. 1944 haben sie sie dann von Budapest aus weggebracht. Die, die aus dem Grauen wiedergekommen sind, haben mir gesagt, sie sei während eines Todesmarschs irgendwo in Deutschland ums Leben gekommen. Ich wurde krank, man brachte mich in ein Krankenhaus. Die Krankenschwestern waren sehr mutig. Sie haben uns beschützt, indem sie auf die Tür der Abteilung geschrieben haben, Vorsicht, ansteckende Krankheiten. Dadurch sollten Bewaffnete vom Eintritt abgehalten werden. Während einer Bombardierung, die auch das Krankenhaus getroffen hat, haben nur 15 Kinder und eine Krankenschwester überlebt. Mir tut es bis heute leid, dass es mir nicht gelungen ist, diese Krankenschwester ausfindig zu machen, um mich bei ihr zu bedanken. Auch in meinem Fall hat sich bewahrheitet, wer auch nur einen Menschen rettet, der rettet sozusagen die ganze Menschheit. Ich habe jetzt 2 Kinder und 6 Enkelkinder. Ich bin seit 55 Jahren verheiratet. In den letzten 20 Jahren habe ich mich besonders mit der Geschichte des Holocaust in der Slowakei beschäftigt. Ich schreibe eine Art Gedächtnis für die Zukunft, damit sich die Vergangenheit nie wiederholen kann. In der traurigen Geschichte des Holocaust in der Slowakei steht immerhin mit großen Buchstaben der Name des damaligen Nunziaturbeauftragten in der Slowakei, Monsignore Giuseppe Burzio, der unablässlich versucht hat, dem Antisemitismus entgegenzutreten. Damals hat sich kein slowakischer Politiker offen diesem Regime entgegengestellt. Heiliger Vater, ich danke Ihnen für Ihr großzügiges Wirken und für Ihren persönlichen Beitrag zur Verkündung eines, zur Verbreitung eines humanitären, geschwisterlichen, toleranten Geistes. Aby som vám poďakoval za vaše šlachetné dielo, za váš osobný vklad a učenie a hlásanie humanizmu, bratstva a tolerancie. Nech ste vy a vaše dielo požehnané dobrým zdravím a dlhým životom. Drahý svätý otec František. Überraschend genug ergreift jetzt auch eine Ordensfrau, eine Ursulinin, das Wort. Schwester Samuela Armazowka vertritt hier den ganzen Ursulinenorden. In ihrem Kloster wurden jüdische Mädchen damals vor dem Regime versteckt und konnten dadurch vor dem sicheren Tod bewahrt werden. Ktoré v nás vzbudzujú nádej, že v každom období žijú ľudia, ktorí majú v sebe hlboko zakorenenú lásku k Bohu a k blížnemu. Prežívame úprimnú radosť. Wir fühlen ehrlichen Stolz, aber auch Dankbarkeit für jeden einzelnen Slowaken, der damals in dieser schwierigen Epoche
seine Tür und sein Herz geöffnet hat. Wir sind jetzt rückblickend ausgesprochen dankbar dafür, dass damals unsere Schwestern die Heiligkeit jedes menschlichen Lebens begriffen und die Gnade gehabt haben, etwas zu tun, um das Leben jüdischer Menschen zu retten. Die Ordensfrau spricht jetzt vor allen Dingen von konkreten Fällen und Zeugnissen der damaligen Arbeit von Ursulinenschwestern, die sich vor allen Dingen um jüdische Kinder gekümmert haben. Zu den Zeugen, die berichtet haben, dass Ursulinen in Bratislava, Pressburg-Damen, damals viele Kinder, darunter jüdische, gerettet haben, ist auch der in Österreich lebende Thomas Frankl, wie die Ursulinen berichtet. Ein weiteres Zeugnis, auf das sie sich beruft, kommt von Frau Gabriela Karin, einer Künstlerin, die heute in Los Angeles lebt, und einer Frau Erika Branikova, die heute in Bratislava lebt. Beide waren Schülerinnen am Kolleg der Ursulinen in Bratislava. Dort wurden sie zusammen mit anderen jüdischen Mädchen versteckt. Die Eltern konnten sie jeden Tag besuchen und schließlich fanden die Ursulinen für alle einen Unterschlupf und schließlich jemanden, der ihnen half, aus der Stadt zu fliehen. Sa stali pred takmer 80 rokmi. Dnes s radosťou srdci. Es ist sehr symbolisch, sagt die Ordensfrau, dass an einem Ort, wo damals Schwestern jüdische Kinder versteckt haben, zusammen mit ihren Familien, sich heute der Sitz der apostolischen Nunziatur, also der päpstlichen Botschaft, befindet. Prostredníctvom ktorých sa aj v našich školách snažia pedagógovia citlivieť súčasnú generáciu na hlbšie vnímanie a poznávanie židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Túžime zároveň sprostredkovať mladým ľuďom. Die Dinge, von denen ich hier erzähle, sind vor fast 80 Jahren geschehen. Heute erleben wir mit großer Freude eine lebendige Zusammenarbeit zwischen Juden und Christen in der Slowakei, und zwar nicht nur unter den hohen Vertretern, sondern auch unter den Schuleinrichtungen, unter Bibelexperten, auch unter den Menschen im Alltag, im täglichen Leben. Wir sind vor allen Dingen dankbar für Erziehungs- und Bildungsprojekte in dieser Hinsicht. Es folgt die Ansprache von Papst Franziskus. Cari fratelli e sorelle, buonasera. Vi ringrazio per le vostre parole di benvenuto e per le testimonianze che avete donato. Liebe Brüder und Schwestern, guten Abend. Ich danke euch für eure Begrüßungsworte und für die Zeugnisse, mit denen ihr uns beschenkt habt. Ich bin als Pilger hier, um diesen Ort zu berühren und berührt zu werden. Der Platz, auf dem wir uns befinden, ist für eure Gemeinschaft sehr bedeutend. Er hält die Erinnerung an eine reiche Vergangenheit wach. Er war über Jahrhunderte Teil des jüdischen Viertels. Hier arbeitete der berühmte Rabbiner Chatham Sofer. Hier gab es eine Synagoge, genau neben der Kathedrale.
und die Architektur brachte das friedliche Zusammenleben der zwei Gemeinschaften zum Ausdruck. Ein seltenes Zeichen von großer, aussagekräftiger Tragweite. Ein wunderbares Zeichen der Einheit im Namen des Gottes unserer Väter. Wie viele von Ihnen verspüre auch ich hier das Bedürfnis, die Schuhe abzulegen, weil ich mich an einem Ort befinde, der durch die Geschwisterlichkeit der Menschen im Namen des Höchsten gesegnet ist. Später aber ist der Name Gottes verunehrt worden. Im hasserfüllten Wahn wurden während des Zweiten Weltkriegs mehr als 100.000 slowakische Juden ermordet. Und als man dann die Spuren der Gemeinschaft auslöschen wollte, wurde hier die Synagoge zerstört. Es steht geschrieben, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Der göttliche Name, also seine personale Wirklichkeit selbst, wird missbraucht, wenn man die einzigartige und unwiederholbare Würde des Menschen verletzt, der nach seinem Bild geschaffen wurde. Hier wurde der Name Gottes verunehrt, weil die schlimmste Gotteslästerung, die man ihm zufügen kann, darin besteht, ihn für seine eigenen Zwecke zu benutzen, anstatt für die Achtung und die Liebe zu den anderen. Hier, angesichts der Geschichte des jüdischen Volkes, die von dieser tragischen und unsagbaren Schmähung gezeichnet wurde, schämen wir uns zuzugeben, wie oft ist der unaussprechliche Name des Höchsten für unbeschreibliche Akte der Unmenschlichkeit benutzt worden. Wie viele Unterdrücker haben erklärt, Gott ist mit uns, aber sie waren es, die nicht mit Gott waren. Cari fratelli e sorelle, la vostra storia. Liebe Brüder und Schwestern, eure Geschichte ist unsere Geschichte. Eure Schmerzen sind unsere Schmerzen. Für einige von euch ist dieses Mahnmal der Shoah der einzige Ort, wo ihr das Gedächtnis eurer Lieben ehren könnt. Auch ich verbinde mich mit euch. Auf dem Mahnmal steht auf Hebräisch Zachor, erinnere dich. Zachor. Das Gedächtnis kann und darf dem Vergessen nicht Platz machen, weil es keine dauerhafte Morgenröte der Geschwisterlichkeit geben kann, ohne vorher die Dunkelheit der Nacht geteilt und zerstreut zu haben. Auch für uns ertönt die Frage des Propheten: Wächter, wie lang ist noch die Nacht? Dies ist für uns die Zeit, in der das Bild Gottes, das im Menschen erstrahlt, nicht verdunkelt werden darf. Helfen wir uns gegenseitig dabei. Denn auch heute fehlt es nicht an leeren und falschen Götzen, die den Namen des Höchsten verunehren. Es sind die der Macht und des Geldes, die sich gegen die Würde des Menschen durchsetzen. Die Götzen der Gleichgültigkeit, die wegschaut, der Manipulationen, die die Religion instrumentalisieren, indem sie sie zu einer Frage der Vorherrschaft machen oder sie in die Bedeutungslosigkeit versinken lassen. Und weiter sind diese Götzen das Vergessen der Vergangenheit, die Unkenntnis, die alles rechtfertigt, die Wut und der Hass. L'ignoranza che giustifica tutto, la rabbia e l'odio. Ich betone es, wir sind vereint in der Verurteilung jeglicher Gewalt, jeder Form des Antisemitismus und im Einsatz dafür, dass das Bild Gottes im menschlichen Geschöpf nicht geschändet wird. Aber dieser Platz, liebe Brüder und Schwestern, ist auch ein Ort, wo das Licht der Hoffnung erstrahlt. Hier kommt ihr jedes Jahr her, um das erste Licht auf dem Kerzenleuchter Chanukka anzuzünden.
So erscheint in der Dunkelheit die Botschaft, dass nicht die Zerstörung und der Tod das letzte Wort haben, sondern die Erneuerung und das Leben. Und wenn auch die Synagoge an dieser Stelle niedergerissen wurde, so ist die Gemeinschaft doch immer noch da. Sie ist lebendig und offen für den Dialog. Hier treffen unsere Geschichten wieder aufeinander. Hier bekräftigen wir gemeinsam vor Gott unseren Willen, auf dem Weg der Annäherung und der Freundschaft fortzufahren. In diesem Zusammenhang bewahre ich die Begegnung mit Vertretern eurer jüdischen und christlichen Gemeinschaften in Rom 2017 in lebendiger Erinnerung. Ich freue mich, dass im Anschluss eine Kommission für den Dialog mit der katholischen Kirche eingesetzt wurde und dass ihr gemeinsam wichtige Dokumente veröffentlicht habt. Es ist gut, das, was uns verbindet, zu teilen und mitzuteilen. Und es ist gut, in der Wahrheit und in Ehrlichkeit auf dem brüderlichen Weg der Reinigung des Gedächtnisses voranzuschreiten, um die Wunden aus der Vergangenheit zu heilen. Wie auch voranzuschreiten in der Erinnerung an das Gute, das man empfangen hat und das gegeben wurde. Gemäß dem Talmud zerstört jemand, der einen einzigen Menschen, zerstört die ganze Welt. Und der einen einzigen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Jeder Einzelne zählt und das, was ihr durch euer wertvolles Miteinander tut, zählt sehr viel. Ich danke euch für die Türen, die ihr auf beiden Seiten geöffnet habt. Die Welt braucht offene Türen. Sie sind Zeichen des Segens für die Menschheit. Gott sprach zum Vater Abraham: Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Das ist wie ein Refrain, der beim Leben der Väter den Takt angibt. Zu Jakob, also zu Israel, sprach Gott: Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten und durch dich und deine Nachkommen werden alle Sippen der Erde Segen erlangen. Si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Hier auf slowakischem Boden, der Boden der Begegnung zwischen Osten und Westen, zwischen Nord und Süd ist, möge die Familie der Söhne Israels weiter diese Berufung pflegen. Den Ruf dazu, Zeichen des Segens für alle Familien der Erde zu sein. Der Segen des Allerhöchsten ergießt sich über uns, wenn er eine Familie von Geschwistern sieht, die sich achten, sich lieben und zusammenarbeiten. Es segne euch der Allmächtige, auf dass ihr mitten in all der Zwietracht, die unsere Welt verschmutzt, gemeinsam immer Zeugen des Friedens sein könnt. Testimoni di pace. Shalom. Liebe Brüder und Schwestern, eure Geschichte ist unsere Geschichte. Eure Schmerzen sind unsere Schmerzen, hat der Papst in seiner Ansprache gesagt. Ako na pamiatku obeti Shoa. Jetzt folgt ein Gedenken an alle, die während der Shoah, des Holocausts, ihr Leben verloren haben. Papst Franziskus und der Präsident des Zentralverbands jüdischer Gemeinden in der Slowakei entzündet Kerzen zur Erinnerung an die Opfer. Allein in Budapest, allein in Bratislava lebten 1940 15.000 Juden. Nur 3.500 von ihnen haben den Holocaust überlebt. Bes Israel, ba golo vizman korif v ivru omen.
Jehesh Merabo, Murach, Leolam, Ulolme, Olmayo, Ivzborach, Ishtavach, Ispoar, Isroimam, Isnase, Ishador, Ishale, Ishalol, Shme, Dikucho, Brichu. Leolomin kol birchozo, shirozo, tushpozo, nechemozo. Das ist vorgetragen von Professor Juraj Stern, einem Überlebenden des Holocaust, das Kaddish, das antike jüdische Totengebet in aramäischer Sprache. Ein Gebet der Trauer, das nach jedem Tod eines Menschen gebetet wird. Normalerweise rezitiert der Sohn eines Verstorbenen jeden Morgen 11 Monate hindurch das Kaddish für seinen verstorbenen Vater. Der Hauptkantor von Wien, Shmuel Barzilai, singt El Male Rachamin, Gott voller Erbarmen. Ein weiteres hebräisches Totengebet, das bei Beerdigungen und wenn man die Gräber der Verstorbenen besucht, gesungen wird. לנשמות ששת מיליוני אחינו בני ישראל אנשים נשים ילדים וילדות שנהרגו שנשחטו. Für alle, die erst später eingeschaltet haben, hier ist Radio Vatikan mit Vatican Media und Vatican News sowie über Partnersender, die ich herzlich grüße, übertragen wir live aus der slowakischen Hauptstadt Bratislava eine Gedenkzeremonie für die Toten des Holocaust. Kiddush Hashem Bavur Sheyonu Misepalim Sheyonu Misepalim Lehilu Nishemoyseyem Lochein Balu Rachamim יסירה וסייסר כנפוב ליובו אלומים וייצרו ביצרו רחיים וסנישמו יסייהם בגני עדן בגני עדן בגני עדן Menuchosam Adonai Nachal Veanu Veshalam Al Mishkav. Nach der Rezitation jüdischer Totengebete, ein Moment der Stille und des Gedenkens.
an die Opfer des Holocaust in der Slowakei, in Bratislava und in vielen Teilen der Welt. Papst Franziskus hat, wie seine Vorgänger Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Immer wieder dem Antisemitismus eine Absage erteilt und an die Grauen des Holocausts erinnert, unter anderem in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in der Nähe von Jerusalem. Es folgte ein Moment der Geschenkübergabe. Franziskus schenkt der jüdischen Gemeinde eine Art Teller. Dieser Teller ist von einem italienischen Künstler gestaltet worden. Er ist aus Keramik und zeigt vorne den heiligen Petrus, genauer die Statue des heiligen Petrus vor der Fassade des Petersdoms in Rom. Und diese Art von Teller wurden in der Gegend von Caltagirone auf Sizilien lange als Teller bei Mahlzeiten verwendet, und zwar für alle zum Teilen untereinander. Ein kurzes Gespräch des Papstes mit den Mitwirkenden an dieser Gedenkstunde. Gerade unterhält er sich mit dem aus Wien angereisten Kantor. Seinen Gesprächspartnern drückt der Papst wie üblich Rosenkränze in die Hand. Es ist der letzte große Auftritt an diesem Montagabend. Freundlicher Beifall verabschiedet den Gast aus Rom, der mit dieser Begegnung mit der jüdischen Gemeinschaft ein Zeichen der Nähe zum Judentum setzen wollte. Franziskus grüßt auch die Vertreterin der Ursulinen, die eben vom Einsatz ihres Ordens während des Zweiten Weltkriegs für verfolgte jüdische Kinder berichtet hat. Und er spricht mit dem Holocaust-Überlebenden und Professor, der eben eine kurze Ansprache an ihn gerichtet hat. Verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer, es war wieder mal eine große Freude, Sie dabei zu haben bei einem dieser Ereignisse von Papstreisen, wie wir sie bei Radio Vatikan und Vatican News und über unsere Partnersender in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol Ihnen gerne nahebringen. Ist man praktisch live dabei und kann eine Reise ganz anders erleben, als wenn man morgen in der Zeitung darüber liest. Also vielen Dank, dass Sie mit dabei waren, und Ihnen alles Gute. Beachten Sie bitte auch, dass wir auch, wie üblich, alle nächsten großen Auftritte des Papstes auf dieser Reise, angefangen morgen früh aus der Stadt Košice, wieder live mit deutschsprachigem Kommentar übertragen. Übrigens auch auf der Homepage von Vatican News im Livestream. Das war unsere Live-Übertragung. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan von Kempis. Ich tue es mit den Worten, mit denen Radio Vatikan, mein Sender seit über 90 Jahren, jedes seiner Programme beendet und beschließt. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.
Thank you very much. Thank you.